Schick, schick. Guck mal, wir haben schon wieder. Wir brechen euch den Sturm. Okay. Ah, das ist ein schönes Intro. Ja. Ja, wir haben die letzte Doppelausgabe aus deiner letzten Lieferung quasi, also 24, ja. 25. Die ersten beiden Parts haben uns ja eigentlich gefallen, inhaltlich. Ja, genau. Also war nichts, was abgeschmiert ist. Ja, wir haben auch jetzt was dabei, was mir persönlich gefällt, weil ich halt... Ja, der geht vorne drauf, ne? Ja, genau. Also Ausgabe 24, der Warboss-Git. Die Mondfahren-Gits. Ja. Aber, also ich mag die Gits, weil ich die lustig finde. So. Ja, die sind einfach witzig. Das Modell, ich fange mal damit wieder an, ist ein, ich sag mal, eigentlich ist das ein netter Lückenfüller. UVP kostet ja 25 Euro, das heißt, das ist nicht ganz. Das ist nur dieser kleine Gussrahmen. Okay. Da. Ja. Also wirklich klein. Verschwindend gering. Musst du aufpassen, dass er in deiner Abo-Box nicht irgendwo nicht auffällt. Ja. Also kostet 25 sonst, kostet in-game auch nur 80 Punkte. Das ist ja handsam. Der ist halt auch, das ist aber wirklich so ein kleiner, also für mich ist das so ein Nebencharakter. 5 Leben, 4er Schutz, hat aber 5 Attacken mit DS und ein 6er Ward. Das ist aber also, okay. Das ist jetzt nichts, wo ich groß vor schlotter. Aber der ist einfach so ein bisschen, ich sag mal so side-punchy. Ja, hat der denn irgendwelche Fähigkeiten, die ja auch für so... Ich weiß nicht, ob die jetzt dann noch aktuell sind, ja, in dem Moment, wo wir es aufnehmen. Ne? Hatte was, aber war für mich, glaube ich, nicht so wesentlich. Ich guck mal, ob die Warscroll noch drin ist. Also, ich grad, okay. Also nicht so cool, dass ich es mir aufgeschrieben habe als Highlight. Sagen wir es mal. Aber eh durchblättern. Das Bild hätte ich gerne als Poster. Ja, sehr cooles Bild. Mondwahn. Ja, Mondwahn geht's. Also dass die beschrieben werden, finde ich nett. Große Bündnis. Das ist ein cooler Artwork wieder. Genau. Also auch hier die... ganzen Chaos-Sachen nochmal erklärt, wie funktionieren die, wer ist was, war ein Boss, Bauern halt, ach nee, war die da nicht. Vielleicht so eilig? Nee, noch nicht. Keine Warscroll. Ja, anmalen, alles normaler gut, Leitung wieder. Aber ist halt hier auch nichts. Heldenaktionen überflüssig jetzt, ne? Genau, ja, Schlachtrunden. Ja. Das sieht nicht so aus, als ob die Warscroll von dem dabei ist. Ist ja frech. Da kommst du. Also hier und was hat er bisher als 5er Bewegung, 5 Wunden, 4er Schutz und Mut von 5. Ja. Ich bin Boss, jetzt steche ich sie ab. Warnbosse lassen lieber Untergebene das Kämpfen erledigen. Wenn die Einheit einer befreundeten Mondclan-Einheit in der Nahkampfphase den Befehl voller Angriff erteilt, verursacht bis zum Ende jener Phase jede Attacke jener Mondclan-Einheit, boah, ich hasse diese Formulierung, ne? Bei einem unmodifizierten Verwundungswurf von 6 zusätzlich zu allen weiteren Schaden eine natürliche Verwundung beim Ziel. Finde ich damit wieder sehr gut. Weil das hast einfach den Crit. Hast den Crit halt noch zusätzlich. Ja, aber nur bei einem 6er Verwundungswurf, ne? Ja, den habe ich ja bei Dings auch oft. Ja, ja. Ah, nee, beim Trefferwurf habe ich den sonst oft. Ne? Ja, aber ja, genau. Du musst halt voller Angriff spielen. Das heißt, du musst halt auch diesen Befehlspunkt investieren, ne? Also es ist jetzt keine cool wäre, also ich hätte es als cool empfunden, wenn das eine Aura ist oder eine, ne, irgendwie Einheiten innerhalb von so viel Zoll, dann kannst du nämlich auch mehrere betreffen, so kannst du es nur auf eine spielen und du musst halt diesen Befehlspunkt investieren. Aber das erklärt dann die Punkte. Ja, genau, also der kostet halt 80 Punkte, deswegen sage ich, das ist so ein Sidekick, ne? Das ist jetzt nicht der, vor dem ich Angst habe, aber wenn du vielleicht sagst, ich muss noch einen Charakter irgendwo mit reinpacken oder ich habe halt nur 80 Punkte offen. Genau, ich habe den noch über, packst den einfach irgendwo zum Mondlanding mit bei. Wie gesagt, Preis gut. 25 normal, deswegen würde es sich lohnen. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, war der auch in irgendwelchen Starterboxen, Vanguardboxen, genau. Also den siehst du relativ häufig am Zweitmarkt, weil der dann irgendwo übrig blieb und halt nicht so der super coole Typ war. Deswegen relativiert sich das trotzdem aus meiner Sicht lohnend. Schönes Modell auch einfach zum Bemalen, gerade wenn du nochmal so ein bisschen was anderes. Also auch da wieder für mich Prädikat ist okay. Ja, ja, genau. Nicht ja. Super, nicht schlecht. Auch der ist Inhalt der Zeitung ist jetzt auch nicht besonders. Nee. Aber da war coole, also die Lore war cool, coole Bilder. Das erste Bild war geil, das würde ich wirklich gerne als Poster haben. Ja. Also, das fand ich... Stormbringer anschreiben. Ja, weil es auch so schön comichaft ist. Also es passt halt wirklich zu dem Mondwahn, ich lasse mal rein, so ein bisschen. Das ist ein cooles Bild einfach. Das würde ich mir so dahin hängen, wo ich sage so, jo, passt. Ja. Wackelt und hat Luft. So. Ja. Das heißt, Ausgabe 24 passt wieder, ne? Genau, ist okay. Dann blätter doch mal in Ausgabe 25. Also Ausgabe 25. Wenn ich mich schon mal hier bewaffne. Fand ich nämlich ganz cool. Es ist wieder Scatter Terrain mit drin. Ja. Gedöns. Gedöns finde ich ja dafür super.
Bin ich tatsächlich in der Reihe ein großer Fan von, Ja. das immer wieder mit dazwischen zu packen, weil du einfach was Schönes hast, wo du deine Umgebung mitgestalten kannst. Weil das ist das, was am Anfang immer fehlt. Immer, wenn du anfängst, du hast kein Gelände. Sondern nicht jeder hat einen 3D-Drucker zu Hause, nicht jeder hat irgendwie direkt einen Hartschaumschneiderdraht oder sowas oder Ja. beschäftigt sich damit schon. Oder ist auch willens, teilweise die Preise für Gelände zu bezahlen. Ja, also Das ein verstehe Gelände ich. ist oft teuer, Ja. wirklich teuer, vor allem wenn es bemalt ist. Aber da muss ich dann auch sagen, finde ich cool, dass das hier immer so in kleinen Abschnitten mit drin ist. Und ich finde die Größe, also ich hätte erwartet, dass es etwas kleiner ist, Ja. ne, von den Bildern her, schon von der Folgenausgabe. Aber das ist schon, also hier hast du den Brunnen drin und so eine Schatzkiste Ja. zum Plündern. Finde ich super. Das kannst du doch eins zu eins auch für alles andere, Freebooters. für, Naja, ja, Freebooters für und Co. Freebooters, Auch auch die. für normale Rollenspiele, wenn du sagst, du machst jetzt Naja. doch mal das auf dem Tisch. Also Genau. das finde ich super. Ich würde es zum Beispiel auch für, Pen ne, Paper für komplett meine nehmen, oder? analoge Hexenrunde oder Ja, so. genau. Passt da auf jeden Das Fall ist rein. echt schick. Sehe ich auch so. Also da muss ich wirklich sagen, coole Sache. Also das Gelände gefällt mir wirklich Ja. gut. Auch bei den letzten paar Mal, die dabei waren. Witzigerweise, ich habe nicht gefunden, wohin das gehört. Vielleicht Originär. Ne? gibt es es gar nicht. Deswegen kann ich jetzt diesmal gar nicht sagen, was das Original kostet. Ich finde aber trotzdem so oder so, 11 Euro ist ein guter Preis dafür. Also für 11 Euro würde ich es auch so würde ich kaufen. Ja. Ich bin bei Gelände auch etwas kniepiger, muss ich zugeben. Gut, weil du auch die Möglichkeit hast, selber viel Ja, zu genau, gestalten, weil ne? ich, genau. Ja, und es macht ja auch Bock. Ich bin ja gerade tatsächlich geistig schon am Heißdrahtschneider mittlerweile dran. Dass du Weil. geistig am Heißdrahtschneider bist, das merkt man manchmal schon. Ja. Aber mit der Zunge, die ist ja nass, da tut das bestimmt nicht weh. Also wenn demnächst ein paar Folgen nicht kommen und ihr euch wundert, oder warum Jan fehlt. Oder warum Jan mit gespaltener Zunge spricht. Faselmundu. Ja, genau. Ja, also, ja, okay. Also, So, je. das haben wir hier drin, Ich ne? Also wette, du wirklich. traust dich nicht. Naja. Ja, so doof bin ich dann meistens nicht. Meistens. So, Warte mal okay. Freitag ab. Ja, hier finde ich gut reich erklärt, ne? Hat aber Ja. auch Chaos und kurz so die Reiche mit Hatten, Reich des Himmels, also Asyr und Co., Land des Königs, Sigmar, bla, bla, bla. Furchtbarer Seelendieb. So, Aber aber coole also Bilder dabei. insgesamt, Ja. also wirklich auch mal die ganzen Sachen einfach mal mit erklärt. Das Modell habe ich fast fertig für mal zu Hause. Das mache ich demnächst fertig. Das sieht ziemlich geil aus. Cool. Deswegen, ich muss auch mal wieder malen. Also jetzt so, weil ich war ja zu Sollen wir lange wieder einen krank. Malstream machen? Ja, werden wir. So Krankheit ist ja so langsam wieder durch. Dann passt das ja auch wieder. Wenn wir noch andere lustige Streams vorhaben. Ist ja furchtbar. Ja, zerstörte Geschichte überall im Reich Assyrischer Brunnen. Nett, so haben sie. Schatztruhe, Bemalanleitung, Bastelanleitung. Also jetzt nichts so, wo ich jetzt sage, ja, ist lustig. Bemalanleitung, wieder Farbe aufnehmen, diesmal mit einem großflächigen Pinsel. Ne? Wo ich, ja, wo da Maltechniken sind. Ja. Pinselführung, Farbe auftragen, finde ich hier nicht schlecht, weil das gut passt für das Gelände, Ja, weil du ist da das ja doch ein auch. bisschen anders arbeitest als an den Minis oft. Also Ja, an bin der ich auch Freifläche. sehr viel grober zu meinen Pinseln, weil ich dadurch, dass ich die Pinsel halt scheiße benutze, Texturen reinkriegen kann. Noch ein bisschen mehr, also mit Malen. So. Und ansonsten auch wieder cool gemacht. Per Malanleitung finde ich Ja. hier sinnvoll. Weil die meisten noch ja nur bis jetzt diese kleinen anderen Geländestücke haben. Und das Ergebnis, was die hier zeigen, ist erreichbar. Genau, das finde ich, das ist gut erreichbar Und es sieht richtig gut mit aus. den gegebenen Sachen und es macht echt was her. Ja. Ja, genau. Also das ist halt so der große Vorteil. Wenn man wirklich sagen kann, okay, ja, nett. So. Boah, ich habe voll So. die Idee. Ich muss das, ich brauche das. Ja, Ich brauche das Geländestück. ja. Also, Tröllchen, wo ist denn mein Zeug? Keine Ahnung. Hat das einer Ich weiß geklaut? nicht, leck mal am Nein, Heißdraht. genau. Aber wieso denn bloß? Okay, Ja. also auch wenn ich jetzt keine Preisreferenz bieten kann, ich glaube, das ist wieder Ja. zumindest eine, die okay ist. Ich habe sogar eher einen Trend so gut. Ja, bin ich auch voll dabei. Also für mich ist das richtig gut. Ja. Ich muss echt gucken, ich habe ja diese nächste Woche noch ein bisschen mehr frei, weil wir Ja. Sommerpause haben vom Training und nicht Dir viel. keine Sorge. Ne? Ja, genau. Also bis das wahrscheinlich online ist, ist die Sommerpause auch vorbei. Ja. Aber dass ich vielleicht mal so einen Nachmittag mal nutzen kann, auch mal mich zum Malen hinzusetzen oder so, das finde ich schon angenehm. Also 24 okay, 25 gut. Und jetzt kommt ja wieder dein Premium-Upgrade. War was bei. Echt? Ja, nee, das war ein Upselling, ein ziemlich übles. Ja, gut, aber auch für 11 Euro, ne?
Ja, aber das, also ich möchte jetzt kritisch da sein, weil das fand ich nämlich ein bisschen arschig. Also, ich habe mitgemacht, weil ich gesagt habe, okay, das ist für die Reihe hier. Also für euch, nur für euch habe ich es nicht abbestellt. Und zwar war in der Dings vorher, ich glaube, hat mir das gemacht mit dem Brief, hatte ich ihn gezeigt? Weiß ich gar nicht. Nee. Also es gab einen Brief dabei, ja, ey, da du ja hier voll der fett krasse Abonnent bei uns bist, packen wir dir noch für 11 Euro, guck mal, wenn du es nicht abbestellst. Ich glaube, das ist auch nicht rechtens. Das ist, weil das Das einfach ist ein Opt-out, Opt-out das gilt ist, eigentlich nicht. geht nicht. Ja. Haben wir dir hier Dinner verkauft? Ogre Den Tyrant. Ogre Tyrant. Wo Ja. ich gesagt habe, so, schon ganz schön arschig, dass es abbestellen muss. Ja. Finde ich nicht cool. Für mich war es jetzt okay, weil ich gesagt habe, ich nehme den Ogre mit. Ja. Weil, also ich habe ja eh, so hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, das ist für mich eh teuer, aber dann kann ich den auch mitnehmen für die 11 Euro, weil dann habe ich nochmal einen Ogre. So, und ich fand das Modell jetzt auch nicht so schlecht. Also das Modell ist wieder hübsch Das und es ist ist auch für cool, 11 Euro wieder ist auch okay. vollkommen gut da drin. Der Weg, wie es, ich sag mal, zu dir gekommen ist oder zu den Abonnenten, Genau. ist Und grenzwertig. Also ich guck mal gerade, das Modell kostet bei Kutami, Taschengelddieb und Co. knapp unter 30 Euro. Ja, also ich finde das, also es ist wirklich ein cooles Modell so. Mir Ja. gefällt das gut. Vor allem, ich könnte es auch ausschlachten für andere Ja. Modelle, wo ich wirklich Potenzial sehe. Ja. So, was Kacke ist, selbst die Leute, die es abbestellt haben, hatten wir ein paar im Freundeskreis, wir haben Ja. da so eine kleine lustige WhatsApp-Gruppe. Die haben es dann trotzdem gekriegt. Ja. Und muss es dann wieder zurückschicken. Also das ist schon, das ist super frech. So, wo ich dann auch sage, so, ey, ja, du hast es abbestellt und dann geht's raus. Ja. So, nicht cool, wirklich nicht cool. Und dafür haben sie dann die Pinsel vergessen mitzuschicken. Ja. Weißt du, das Upselling funktioniert, aber den Pinsel, die eigentlich in der Premium-Ausgabe mit dabei waren, die haben sie dann hinterher nachgeliefert. Die sind bei mir jetzt die letzten Tage angekommen, aber ich habe das Paket auch schon Also hier ist bekommen. auch nicht viel Lore, ehrlicherweise. Also es ist auch ein deutlich dünneres, ne? Ich meine, klar, auch keine Ja. Regeln. Jetzt mache ich mal den Zeitungsheini hier. Ja, machen wir Zeitungsanzeigen. Es ist ein schönes Bild, aber Die also hier steht Ogerschlund. eigentlich gar nichts. Hier steht, Ein bisschen was über die Ogerschlundstämme nee, halt. das hier. Ja. Das hier ist Ach, rechtliches, ach, das vertrieblich. Impressum? Ja, das ist Krass. Impressum. Bilder, Ja. Bilder, Bilder. Dann kommt der Tyrant. Dann kommt Bauanleitung? Bauanleitung, Bemalanleitung. Das Einzige, also es sind viele Seiten, Ja. das ist ja ganz schön. Das Einzige, was ich tatsächlich jetzt mal Ja, interessant ich habe es gerade finde, gesehen, ja. es gibt hier eine Seite, da steht drauf, wie man seine Okay, Modelle Moment mal fotografieren kurz. sollte. Ich habe es ja gerade live geöffnet. Ich weiß Ja. nicht, was da drin ist. Was haben wir denn da draußen? Dann kann man bla 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 bla. Niedriger Höhe fotografieren, genau, das ist als wäre so groß wie das Modell. Das ist cool, das heißt, die Augenlinie halten. Ne? Das ist so der erste wichtige Tipp. Scharfer Fokus. Hängt so stark mit eurer Kamera oder eurer Handykamera zusammen, dass du das vernünftig hinkriegst in einem Ja. Makro oder Distanz. Das ist, kann halt echt kacke werden oder gut. Also, das liegt wirklich zu Dann 90% ist an der die Kamera. Bandbreite sehr groß, Ja, ja. genau. Das liegt wirklich daran, was kann eure Kamera. Die wir hier nutzen, die empfehle ich eigentlich jedem für, wenn du ein bisschen Videos machen willst und ein bisschen Fotos, ist die von Sony ZV-1. Die ist Die ist preis-leistungstechnisch gut. okay. Die kostet etwas weniger als ein normales Gehäuse von einer echten Kamera. Also als nur der Body. Sind ein Ja. bisschen mit um die 600 Euro bist du mit einer Ja. soliden Kameraausstattung dabei und die reicht für vieles. Also für alles, was so kreative Arbeiten sind. Das ist die Top für. Ja, genau. Ne? Deswegen habe ich ja Für gesagt, meine einer zum Beispiel. schaff dir die an, Deswegen habe ich mir weil. genau die gekauft auch, ja. Und die ist leicht einzustellen und du hast die gut, Automatiken sind Wir gut. haben keinen Affiliate-Link für Sony, ne? Nee, haben wir nicht, aber einfach nur als Ja. Beispiel. Also, das heißt, man braucht nicht Aber ich direkt finde 1000 die Euro. Grundlagen gut. Ja, Da genau, sind da ja gucken wir wirklich jetzt auf mal einer Seite eine. Grundlagen, ne? Mit den zwei Lichtern und so Da, weiter. was ich gut finde, ist ja klar, Lampen, Ja. Beleuchtung ist optimal, aber die gehen hier gar nicht auf die Beleuchtung ein im Text. Da Das kann ich jetzt aber ich. mal Werbung in nicht eigener Sache machen, Ja. aber quasi fast der Namensvetter, der Painted Troll, hat dazu auf YouTube hier auch ein Video gemacht Gut, zum verlinkt das Thema mal. Licht und das war gut. Ja, Das verlinkt das. war kurzweilig, es war nicht zu lang, es war jetzt auch nicht zu theoretisch Genau. Pack sie hier am wissenschaftlich. besten oben in die Infobox. Ja, ich versuche das nochmal daran zu denken. Wenn dir das nicht einfällt, mach den Ja. Marker dran, ich sag dir, wie es geht. Oder Ja. ich setze dir das eben da rein. Das Ja. dauert Das dann keine fünf klingt am Minuten. validesten. Ja. Genau. Du musst mir das nur sagen, wenn du das Video dann da hast. Ja, Dann auch kriegen wir es rein. daran erinnere ich mich jetzt, wenn ich dieses Video hier Genau, schneide. dann kannst du ihn auch nochmal erwähnen hier unten, der Ja. freut sich auch. Der macht übrigens grundsätzlich coole Videos. Also guckt euch den Pentatron Und mal an. sehr viel live. Ja. Nur halt kein Warhammer, aber.
Also, ja gut, ist auch egal. Ja. Also dafür malt gut, gibt auch gute Tipps und wenn ihr Malmotivation braucht, das macht echt Spaß bei ihm auch im Stream zu sitzen. Ja. Ne? twitch.tv/paintedtroll kann ich nur empfehlen. Super lieber Typ. Ja. Den könnt ihr auch auf der Spiel treffen, genauso wie uns übrigens. Was? Krass. Genau, also abzuspielen. Ja, okay, was haben wir hier? Lass zusätzlich Platz um dein Modell, ne? Wenn du das Foto machst, ist es einfacher, das Bild zuzuschneiden, wenn du genug Raum herum hast. Richtig, also, oder auch Headspace. Das seht ihr zum Beispiel jetzt hier im Bild, dass da drüber über den Kopf noch ein bisschen Platz ist. Das würde reichen eigentlich jetzt. Sehen die nachher nicht, also, wenn ich sie wieder reinschneide. Ja genau, so haben wir es dann meistens auch eingestellt. Aber das heißt, dass du ein bisschen mehr Platz obenrum hast. Ich muss hier aufpassen, dass ich das Video so schneide, dass deine Hand jetzt nicht irgendwo im Nirvana endet. Danke. Genau. Also es ist immer ein größerer Ausschnitt und ich zoome dann rein. Das ist auch der Vorteil einer guten Kamera. Ja, das ist dann genau, mit besser. Auflösung. Ja. Genau. Auslösen, sobald du alles aufbereitet hast, auslösen. Ja, wenn es zu dunkel ist oder verwaschen aussieht, ein Bild mit einem besser beleuchteten Raum auf. Ich empfehle künstliche Beleuchtung. Ja. Und diffuse Beleuchtung. Haltet irgendwas davor oder indirektes Licht, das macht das Modell weicher. Also wenn ihr wollt richtig harte Schatten haben, kann man natürlich mit spielen, macht auch Bock. Aber für einen Anfänger, nimm diffuses Licht, irgendwas. Dass die Kanten weicher machen, die Schatten weicher, dann sieht das Modell auch plastischer aus. Also hast du gerade an deinem Gesicht geschrieben? Ja, weil ich gerade hier die Lampen geguckt habe und die sind ja so eingestellt. Ja. Deswegen sehen wir so jung und frisch aus. Also eher nur wie... Ihr seht aber, was Technik alles kann. Ne? Ich habe Fotos von mir gekriegt, von einer Lab-Veranstaltung. Da sehe ich aus, als wäre ich mega müde, war ich auch, aber... Die ganzen Bilder ist alles so verdunkelt, damit es so ein bisschen düsteren Charme hat. Also siehst jede Mini-Falte, also egal wie alt du wärst, du würdest auf diesem Foto alt aussehen. Also das heißt, deine Kinder könntest du da locker aussehen lassen. So. Aber wenn man schon alt ist, hilft das wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Nein, gar nicht. Genau, habe ich gehört. Genau, dann hier, stell dir mal facebook.com/Stormbringer und sei Teil einer Community. Ja, gut, ein bisschen Werbung. Erwähnt lieber uns. Ja. Fänden wir besser. Steht also, da, erwähnt lieber uns. Macht Instagram drauf und dann packt er uns damit runter. Haben wir auf jeden Fall mehr Spaß. Also trotzdem, für den Einstieg finde ich, das ist ein ganz netter Hinweis. Und, guck mal, wenn du es umdrehst, ist nämlich genau dieses... Ja, genau, die haben den Foto-Background dran. Foto-Background, ja. Was wirklich geil ist. Also einen Foto-Background zu haben für so kleine, für Minis, ist Gold wert. Ja. Das ist der Grund, warum ich von... Das kann ich mal machen. Ich habe... Was hat man das? Kein Foto-Background. Können wir so zwei, drei Standards machen. Ich gestalte auch. Ja, können wir eigentlich mal gestalten. Ja. So. Habe ich ja auch zum Beispiel also von alten Collectors Editions, von Computerspielen, Videospielen grundsätzlich, nehme ich schon mal gerne als Hintergrund. Ja. Dass du einfach irgendwie eine Tiefe reinkriegst. Ja. Nächstes Projekt wird jetzt spannend, weil ich will ja mal meine Armee jetzt fest in den Schrank einbauen. Dass sie nie wieder rauskommt? Kallax. Ja, dass sie rausziehen kann, aber mit einem kompletten Diorama. Das heißt, ich will... Genau, ich würde halt gerne so schöne Vampir-Eis-Kisle. Oh Mann, ey. Weil dann habe ich das da einmal drin und dann ist das ordentlich, dann muss ich nur noch rausnehmen einzeln. Mhm. Also kann ich nicht für alle machen, für Zombie-Horden, aber halt für die Charaktere und so mal. Ja, aber mal gucken, ob ich das schaffe. Wie gesagt, der Weg, wie es zu dir gekommen ist, äußerst, sagen wir mal, unerfreulich. Ja. Das Produkt selber und die Beilage, ja gut, die Beilage geht so, aber das Produkt selber ist gut. Das Produkt selber für die 11 Euro wieder. Der Weg asozial? Also finde ich nicht cool, gerade wenn du das, ich sag jetzt mal, nicht unbedingt als Erwachsener abonnierst, sondern dir zum Beispiel für deinen Teenie oder sowas, dann ist einfach mal das Taschengeld für einen Monat weg, nur weil du eine Ausgabe mehr hast. Ja, genau, die du vielleicht sogar abgewählt hast. Ja, ja, das ist halt wirklich uncool. Der Rest, so, ich will mich nicht über das Modell beschweren. Genau, deswegen 24, 25 wieder gut. Das heißt, das war wirklich eigentlich, bis auf dieses Negativ, selbst die ganze Bestellbox in der Tranche war gut. Inhaltlich, also, was so inhaltlich rumkam. Also es war auch eine fette Box, also als sie angekommen ist. Also es waren wirklich viele Modelle drin. Auch von den Farben her fand ich es jetzt insgesamt gut. Ja. Dürfte wahrscheinlich jetzt die nächste kommen, wahrscheinlich dieses Wochenende. Müsste jetzt auch bald wieder kommen. Ja, genau. Wir bleiben dran. Da bin ich jetzt auch gespannt, so was da jetzt drin ist. Ich könnte es ja nachgucken. Paar Sachen beide ja auch. Aber ich muss zugeben, ich mag es, mich da auch überraschen zu lassen, die Kiste auszupacken und dann mal gucken, was ist denn da jetzt drin. Ja. So, das ist mein persönliches freudiges Ding dabei. Ja. Genau. Ja. Ansonsten, Stormbringer läuft, würde ich schon sagen, finde ich okay. Neue Edition läuft. Das ist halt jetzt so. Neue Edition ist halt echt das Problem mit dem Regelteil. Das ist so schade. Vor allem, die hätten es so viel einfacher haben können. Nicht unser Problem. Genau. Ha,
Wir haben Plastik. Viel Plastik. Wir haben Plastik. Das ist unser Problem. Was ist euer Problem? Ja, darfst ja nichts sagen. Also, ich habe so viel Plastik mittlerweile zu Hause, dass ich ja eigentlich, ich kaufe gerade kein Plastik ein mehr, ne? Mhm. Weil ich kriege das, sagst du, okay, ich habe Plastik gekauft. Die Box, Vermintide-Box, das Gelbentide-Box, alles cool, aber ich habe mir sonst echt Kaufverbot gegeben, weil ich auch noch so viel habe. Ja. Und das ist krass. Also nach, was sind das jetzt? Fast 2 Jahre bin ich jetzt dran. Ein Jahr lang 40K schon, habe ich heute gesehen. Ja. Ich habe vor einem Jahr auf Facebook gesehen, erstes 40K-Modell bemalt. Ja. Das scheint mir gar nicht so lang. Nee. Ich habe die Armee auch immer noch nicht fertig. Nee. So, aber einfach mal so als Rückblick. So, finde ich das jetzt gerade so spannend. Also ich bin jetzt seit 2 Jahren etwa dabei. Mhm. Und das Plastikrohr und türmt sich auf. Das ist etwas, was ich am Anfang nicht in dem Maße vermutet hätte. Aber ja, es ging ja schon gut los. Erst schuld. Willkommen. In der Menagerie des Wahnsinns. Ja. Ja, aber so, es macht ja insgesamt Spaß. Also genau, also wir türmen weiter. Wir türmen weiter, genau. Pack mal das Plastik da drauf. Bis dann irgendwann nicht mehr sichtbar sind. Ja, also bei der, das passiert mir bei der Box tatsächlich, also bei, den, ja, bei dem Abo tatsächlich sehr schnell, weil ich komme auch mit dem Bemalen nicht. Wenn ich wollte, hätte ich keine Chance. Ja. Dann wird es vielleicht weniger Anspruch beim Malen als Anfänger, mal ist halt ein bisschen drauf. Ja, oder du hast halt das wirklich als Hauptthema. Ne? Das heißt, ich habe irgendwo geregelt Feierabend und dann setze mich halt jeden Abend 2-3 Stunden hin. Dann kriegst du auch so ein Püppchen oder mal einen Dreiertrupp in der Woche vielleicht geschafft. Ja, bei mir tendiert das ja im Augenblick so Hobby-Reihenfolge wie Pen and Paper etwa. Also ich habe meinen Sport, dann kommt schon fast Lab. Ja gut, jetzt dann, Zeit, ne? Und dann bin ich halt bei den ganzen anderen Bastelsachen immer mit dabei. So, und das ist schon, schon. Aber ich bin froh, dass ich das habe, weil das ist eine gute Ergänzung. Schönes Hobby. Das ist eine schöne Ergänzung immer dabei, auch gerade mit dem Malen, das ist so. Die Sachen auch hinterher. Meditativ quasi. Genau. Man muss nur immer einmal anfangen. Ja, das ist wichtig. Das ist das Schwerste. Okay. So, und jetzt fangt an zu malen. Genau. Hört ihr auch hier zuzuhören. Genau. So. Guckt ja nicht zu. Das frage ich mich allerdings auch schon mal. Schaut weiter zu. Bis dann. Ciao.